Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Verräter. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Gestern Abend lief sie also, die sechste und finale Folge, die Verräter vertrauen niemanden. Und was war das für ein krasses, spannendes Format, welches wirklich bis zum Schluss mir... Ja, ich würde schon fast sagen, den Atem geraubt hat, denn es war wirklich heftig, wie strategisch perfide hier die Schachzüge Zug um Zug gesetzt wurden und letztendlich denn zum Schluss auch noch zu einer riesengroßen, ja, Traurigkeit in mir zumindest geführt hat. So ging es in mir vor. Es war wirklich, wirklich heftig. Wir besprechen heute natürlich das große Finale von Die Verräter vertrauen niemanden und werden natürlich uns auch mit den einzelnen Situationen einmal kurz beschäftigen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Dennoch, wenn du neu hier auf diesem Kanal bist und nichts mehr verpassen möchtest, dann fühle dich herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Die Verräter vertrauen niemanden, einem Format, welches aus meiner persönlichen Sicht, ich kann das nicht oft genug sagen, aus meiner persönlichen Sicht viel zu kurz gekommen ist. Einschaltquoten waren nicht sehr gut. Ob die Show nächstes Jahr fortgesetzt wird, steht aktuell noch in den Sternen aufgrund von schlechten Einschaltquoten. Warum ist das so? Ich hatte schon mal die These geäußert, dass es vielleicht sein könnte, dass diese Sendung vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll war. Möchte mich da aber nicht so weit aus dem Fenster legen. Aber dieser Eindruck entstand da so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel an das aktuelle Sommerhaus der Stars denkt, dann ist die Sendung Die Verräter vertrauen niemanden auf jeden Fall anspruchsvoller. Nun gut, beschäftigen wir uns erstmal mit dem ersten Mordfall, der erste Mord in der letzten Folge. Und es hat Claude getroffen. Für mich nicht wirklich verwunderlich. Die Entscheidung hätte zwischen Friedrich und Claude fallen müssen, so war auch mein Eindruck, und es hat auch Claude getroffen. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass im Interview denn Claude das wirklich auch persönlich genommen hat und man schon den Eindruck hatte, also so war das bei mir zumindest, dass er das schon, dass er das halt nicht verstanden hat und ein bisschen persönlich genommen hat. So war einfach meine Meinung, ja, also war irgendwie komisch. Auf jeden Fall ist denn Claude aus der Serie rausgeflogen und dann trafen am Morgen ja Mariella und Anna Karina aufeinander und hier begann dann schon das perfide Spiel des um den Finger wickeln der armen Mariella und die musste wirklich richtig leiden in dieser Show und sie hat eine so fantastische menschliche Rolle gehabt, dass es mir wirklich leid getan hat, was da alles so mit ihr passiert ist. Auf jeden Fall sind denn dann noch die anderen Teilnehmer an den Tisch gekommen. Es folgte noch ein kurzes Spiel, so ein bisschen die Zeit anzufachen. Aber ich als Zuschauer hatte da schon den Eindruck gehabt, es geht jetzt langsam zum Ende zu. Das Spiel wurde dann auch mit, wurde auch beendet. Die haben noch ein bisschen, ich glaube, 5000 Euro haben sie dann noch gewonnen. Und dann ging es auch schon los und dann war halt wirklich sehr, sehr viel Zwischenzeit mit Privatgesprächen, wo sich die, die Teilnehmer unterhalten haben. Und hier gab es eine Situation, wo ich wirklich dachte, oh, das war menschlich so, so schwierig und man muss hier einfach unterscheiden von, man spielt ein Spiel. Man schmeißt halt einfach jemand raus. Und Anna Karina hat sich hier mit Mariella getroffen im Park. Sie haben sich unterhalten und Mariella hat Karina ganz direkt gefragt, bist du eine Verräterin? Und Anna Karina hat den Körperkontakt gesucht, ihr die Hände gehalten und gesagt, nein, natürlich nicht. Ich bin loyale seit der ersten Stunde. Und das war so wegweisend für die nächsten Entscheidungen, dass Mariella hier so manipuliert wurde, dass eine fatale Entscheidung nach der anderen geschehen sind. Denn der runde Tisch kam und man hat hier schon relativ schnell gemerkt, dass der Verdacht sofort wieder auf Irena fiel, die ja schon in der Vergangenheit immer wieder kämpfte, um irgendwie ihr Gesicht zu wahren. Doch dann flog Irena raus und das war das Ende von Irena, was natürlich zu erwarten war. Nur jetzt war die große Situation da, wer wird's als nächstes? Und das war hier in dem Fall wirklich nicht ganz eindeutig. Und wer hier wirklich immer aufs Gas gedrückt hätte, dir hätte ich zum Beispiel immer, immer vermutet, wäre Sabrina gewesen, denn der hätte ich nicht vertraut. Die war immer so Feuer und Flamme, die hat immer so ein, ja, sagen wir mal, immer so viele Namen ins Spiel gebracht, dass ich sie relativ schnell vermutet hätte.
Und Tatsache, hier waren denn dann sich fast alle einig und Sabrina flog auch noch raus. Und hier traf auch die Entscheidung zum Schluss die liebe Mariella, die, ja, aufgrund, ach hallo, der Katzenreporter ist auch hier, aufgrund der Entscheidung von diesem Gespräch im Park mit Carina so weich gekocht war, dass sie auch gesagt hat, jo, es kann eigentlich nur Sabrina jetzt sein und Sabrina flog auch raus. Und damit war klar, es gibt nur noch vier Teilnehmer, die ins große Finale einziehen. Das waren Vincent, Anna, Carina, Friedrich und kommst du auf den Schoß heute? Friedrich und Mariella. Das waren die vier, jetzt komme ich mir selber vor, wie der Bösewicht mit dem Kater auf dem Schoß. Das waren die vier, die ins Finale eingezogen sind. Und da war es noch relativ ausgeglichen. Es bestand noch die Chance, dass die vier, ja, dass sie das noch gewuppt kriegen, weil es ein Ausgleich bestand. Und dann ging es halt weiter mit den verschiedenen Säckchen in den verschiedenen Farben, wo man denn dann die ins Feuer geworfen hat, um nach und nach noch weitere Entscheidungen zu treffen, ob das Spiel zu Ende ist oder nicht. Und dann ging es genau so. Alle vier waren sich einig, es gibt mindestens noch einen Verräter in den Reihen. Und der Verräter wurde denn hier als Friedrich gekennzeichnet. Und auch hier ging dieser Schuss komplett nach hinten los. Friedrich war auch unschuldig. Und wieder war es Mariella, die zum Schluss die entscheidende Information, ja, abgestimmt hat. Und man hat ihr richtig angemerkt, wie schlecht es ihr ging. Es hat mir wirklich, wirklich extrem leid getan. Und sie hat gezittert, sie war sprachlos, sie konnte sich das einfach nicht vorstellen, dass es jemand anders gewesen wäre als Friedrich. Und ja, letztendlich hat sie dann sich im nächsten Showdown, dann waren es nur noch drei, die große Frage gestellt, wie geht's jetzt weiter? Und letztendlich haben Anna, Carina und Vincent Gnade gezeigt, ein grünes Säckchen reingeworfen, in der Hoffnung, dass auch Mariella ein grünes Säckchen reinwirft, weil dann wäre Mariella auch raus gewesen und beide hätten den Silberschatz gewonnen. Aber Mariella wollte es noch einmal ganz genau wissen, warf ein rotes Säckchen rein und entsprechend hat sie sich dann nochmal in den Ring gewagt und wurde dann natürlich auch hier von Anna, Carina und von Vincent rausgewählt. Und damit war die Show beendet und beide Kandidaten standen fest. Während Mariella aber Anna Carina nominiert hat. Wenn man jetzt einen richtigen miesen Move gemacht hätte, hätte Vincent auch Anna Carina wählen können. Dann wäre Folgendes nämlich passiert, das ist ganz spannend gewesen. Zwei Stimmen gegen Anna Carina. Anna Carina wäre rausgeflogen. Vincent und Mariella wären übrig gewesen, die Show wäre vorbei gewesen und Vincent hätte den gesamten Silberschatz gewonnen, weil er als Verräter übrig gewesen wäre. Das wäre nochmal der krasseste Move ever gewesen, aber ich bin da wirklich nicht traurig drum, dass das nicht passiert ist, weil eins kann man schon Vincent sagen, er war ein sehr loyaler Verräter und Anna Carina hat hier, glaube ich, das Spiel ihres Lebens gespielt, wenn man das mal so sagen darf, wo ich wirklich der Meinung bin, boah, die ist so eiskalt über die verschiedenen Themen rübergegangen. Die hat sich wirklich durchgekämpft. Auf jeden Fall ein Sieg, den sie sich verdient hat. Aber ob das wirklich ein Gewinn war, so in einer Show so gut zu sein, das möchte ich hier einfach mal euch überlassen. Gönnt ihr Anna, Carina und Vincent den Sieg bei Die Verräter, vertrauen niemanden oder sagt ihr nein, das war nicht fair. Ihr hättet es lieber bei Mariella gesehen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich freue mich immer, wenn das Gute gewinnt und ich hätte mich so gefreut, wenn Friedrich und Mariella einstimmig Anna rausgewählt hätten und denn dann noch auf Vincent gegangen wären. Ich hätte das extrem gefeiert und hätte auch Mariella und Friedrich den Gewinn ziemlich gegönnt, aber natürlich auch hier herzlichen Glückwunsch an Anna, Carina und Vincent. Ihr habt natürlich auch verdient gewonnen, auch wenn es natürlich, ja, das Böse in dem Moment gewonnen hat, war es trotzdem für mich ein sehr gelungenes Format. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie fandet ihr die finale Folge von Die Verräter? Hattet ihr auch so viel Spaß wie ich? Ich habe ja wirklich richtig mitgefiebert. Ich habe mir auch selber die Frage gestellt, wäre das Format wirklich so viel besser gewesen, wenn man nicht gewusst hätte, wer die Verräter wäre? Ich weiß nicht. Also einige sagen ja, andere sagen nein. Ich fand das so ganz gut, einfach so die Entwicklung der verschiedenen Kandidaten zu sehen, meine Lieben.
Das soll es von mir heute gewesen sein. Eine schnelle Zusammenfassung von Die Verräter vertrauen niemanden. Freue mich aber, wenn wir uns heute wiedersehen um 14 Uhr mit einem ganz anderen Thema. Da wird es auch nochmal richtig heftig. Es lohnt sich also, den Kanal zu abonnieren. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen den Katzenreporter schmusen. Der liegt nämlich hier noch bei mir. Und sage jetzt Tschüss, euch einen schönen Start in den Tag. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao.